kann das nach Belieben schön auslöffeln. Eine optimale Süßungsalternative, eine mega gesunde Alternative zu weißem raffinierten Zucker. Unbedingt, also meine Top-Empfehlung. Ich habe jetzt hier die Dattel entsteint, gebe die jetzt hier in den Mixer. Okay? Einfach da reingeben. Da füge ich erstmal die Hälfte an Wasser dazu. Das war jetzt ein bisschen mehr wie die Hälfte an Wasser. Mixe das Ganze und guck mal, wie so die Konsistenz ist. Eventuell brauche ich einen Stiel, ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal, auf geht's. Das war jetzt ein bisschen weniger Wasser. Ich füge noch ein bisschen was hinzu. Das sieht schon sehr gut aus. Aber ich habe schlauerweise vergessen, ein bisschen Vanille da reinzuhauen. Und deswegen mache ich das jetzt. Zwar mache ich so einen halben Teelöffel mache ich da rein. Und weiter geht's. So sieht das Ganze aus. Hat so die Konsistenz von so einem Apfelmus. Aber je nachdem, wie viel Wasser ihr da reinmacht. Wenn ihr ein bisschen mehr Wasser, wenn ihr das eher flüssiger haben wollt, dann fügt einfach ein bisschen mehr Wasser dazu und lasst es ein bisschen weiter mixen. Ich probiere das jetzt mal. Das ist total abgefahren. Also meine absolute Top-Süßungsalternative. Ich schnapp mir dann ein Schraubglas, fülle die Menge hier rein, mach das zu, ab in den Kühlschrank, eine Woche haltbar. Achso, ja, bezüglich zu den Datteln, wenn ich die Datteln kaufe, stehen immer in so einem Pott hier. Das sind 5 Kilo. Ja, am Anfang habe ich auch gedacht, ich hab's nicht mal, was soll ich mit 5 Kilo Datteln? Die gehen aber weg wie warme Semmel. Ich glaube, wenn ihr die einmal probiert habt und in der richtigen Qualität bestellt habt und mal gegessen habt, dann macht ihr mit diesen 250 Gramm oder halben Kilo Dinger, macht ihr da gar nichts. Ja. Zu den Sachen, die ich hier in den Videos benutze, ich verlinke euch, wenn ich der Meinung bin, dass sie wirklich gut sind, verlinke ich euch sämtliche Sachen, die ich in den Videos benutze, wie Mixer oder andere Utensilien, unter den Videos in der Infobox. Okay, also ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, ihr habt Freude dran gehabt. Ja, schreibt mir einfach in den Kommentaren, wenn ihr das ausprobiert habt, ob es euch zugesagt hat oder weniger. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Okay, bis zum nächsten Video. Ciao.